Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu neuen Shop Review hier auf meinem Kanal. Wie ihr es vielleicht hören könnt, ich bin ein bisschen krank, schon so wie die letzten Tage. Trotzdem mache ich für euch ein Shop Video. Wenn euch diese Shop Videos trotzdem gefallen, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr in Zukunft auch kein neues Shop Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch auch gerne diesen Kanal. Auf jeden Fall wird ja auch heute das Update reinkommen mit der neuen Waffe hier, dieser Piraten-Revolver. Ich würde sagen, wir switchen einmal in den Itemshop rüber. Wir beginnen, glaube ich, mal auf der rechten Seite. Hier Pickaxe ist jetzt nicht allzu spezielles, trotzdem für einen coolen Spitzhacke sieht die trotzdem cool aus. Hat auch einen coolen Effekt. Das ist definitiv ein witziger Emote. Ich feiere zwar nicht ganz so diese 200 V-Bucks Emotes, beziehungsweise insgesamt bin ich nicht so der Emote-Fan mehr. Dagegen finde ich den Emote schlechter. Das hier ist auf jeden Fall ein Schwitzer-Skin, der Dynamo. Sieht jetzt auch nicht allzu schlecht aus. Den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Also die männliche Variante davon finde ich, sieht viel schlechter aus. Habe ich hier noch den Koaxial Heli. Ist auf jeden Fall ein cooler Gleiter. Klar ist ein epischer. Aber sieht etwas extravagant aus. Und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann haben wir hier die Volleyballmeisterin. Ich feiere diesen Skin einfach, weil es so schlicht ist. Ja, in coolen Farben gehalten. Und eben halt schon ein bisschen schwitzig mit dem Skin so rumzulaufen. Und ich feiere generell so eher klassische Skins. Kostet auch nur 1200 V-Bucks. Geht dafür auf jeden Fall klar. Habe ich hier Destructor. Das ist auch ein cooler Gleiter, finde ich. Hier hinten schön mit den mit dem Feuer, was hinten rauskommt. Sieht wirklich sehr interessant aus hier im Prinzip mit zwei Düsenantrieben. Habe ich hier die Spitzhacke. Die sieht auch sehr cool aus. So richtig, ja, neu. Ah, die sieht wirklich cool aus. Vor allem 800 V-Bucks nur. Gefällt mir. Das Backpack von dem passt wirklich gut zu dem. Von vorne sieht das Skin nicht cool aus mit diesen drei Augen, aber von hinten finde ich, sieht der cool aus mit den goldenen und blauen Farben. Da finde ich den deutlich schlechter. Weil die Haare da besser zu passen als dieser Kappe. Und auch der Rucksack passt nicht ganz gut. Also hier hätte ich euch eher den Psion-Skin empfohlen. Dann switchen wir einmal rüber in den Rette-die-Welt-Modus. Leute, wenn ihr wollt, dass ich wieder möglichst schnell gesund werde, lasst Like da. Denn mit jedem Like werde ich schneller gesünder. Dann wäre auf jeden Fall nice. Hier haben wir das Super-Nahkampf-Lama. Ist wieder nicht wirklich empfehlenswert. Da wird es bessere geben im Frühlingsevent und es gibt auch bessere in der Sammlung als die. Hier im wöchentlichen Shop aktualisiert sich ja erst morgen das Ganze. Und dort werde ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.